Hallo zusammen, in eurer kulinarischen Show begrüßt dich natürlich wie immer der Hobbykoch. Und ich habe mir gedacht, ja, immer Wurst aufs Brot und der Käse geht auch nicht. Wir machen heute mal einen kalten Braten. So einen Bratenaufschnitt mit ein bisschen Meerrettich oder eine saure Gurke noch dazu. Und das so richtig schön aufs Brot. Alexa, was sagst du dazu? Hast du da Lust auf so einen kalten Braten? Oh ja, da wird mir kalt und heiß. Oh, das ist toll, dass du schon ganz heiß auf so einen kalten Braten bist. Was wir dazu benötigen, zeige ich euch nach dem Intro. Natürlich wie immer da. Für unseren Bratenaufschnitt benötigen wir eine Würzmischung für Schaschlik mit bisschen Kurkuma, schwarzen Kümmel, Boxhörnklee und Kreuzkümmel. Und dann habe ich noch eine Würzmischung für Schweinefleisch mit ein bisschen Knoblauchpulver, Kardamom, Oregano, Basilikum und ein bisschen Ingwer. Und dann benötigen wir natürlich wie immer ein bisschen Knoblauch. Und dazu noch ein bisschen scharfen Senf. Und dann habe ich noch ein richtig schönes Stück Schweinenackenbraten. Jetzt denke ich, haben wir alles. Und da kann es schon losgehen. Schaut euch das mal an. Das ist ein richtig schönes Stück. Und da gebe ich jetzt einfach mal meinen Knoblauch hinein. Und da schneide ich mir hier einfach so kleine Einschnitte hinein. So vier Stück. Ich habe 14. Und da denke ich, sollte das auch funktionieren. Und jetzt gebe ich da einfach schon mal meinen Knoblauch hinein. Da stopfen wir da richtig tief rein und noch eine Zehe. Und nun benötigen wir ein bisschen Alufolie und da geben wir unseren Braten drauf. Und den pinsel ich jetzt erstmal richtig mit unserem Senf ein. Von allen Seiten richtig viel Senf ran. Und da gebe ich jetzt meine Gewürzmischung drauf. Richtig viel überall was hin. Und jetzt werden wir den Burschen hier mal umdrehen. Und der wird jetzt nochmal mit Senf eingestrichen. Und da kommt jetzt natürlich wieder unsere Gewürzmischung drauf. Und das Ganze kann man dann noch so ein bisschen festdrücken. Und gleich wird das alles in unsere Folie eingewickelt hier. Und das wird jetzt, wie gesagt, erstmal hier richtig eingewickelt. Und ich packe das jetzt nochmal hier ein, damit dann auch wirklich nichts rausläuft. Da ist jetzt unser Fleischpaket und das geht jetzt erstmal für 10 bis 12 Stunden in den Kühlschrank. Ja, meine Damen und Herren, unser Braten liegt jetzt im Kühlschrank. Das soll jetzt wirklich mal richtig schön durchmarinieren, damit der Knoblauch und die Gewürze und der Senf also so richtig schön die ganzen Aromen abgeben. Und jetzt noch mal ganz kurz zu unserem Gewinnspiel, was wir vergangen hatten. Alle Pakete sind versendet. Also ich hoffe, dass auch dann der Markus sein Paket bekommt, weil das geht ganz, ganz, ganz weit weg. Ja, das geht, glaube ich, nach Indonesien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, naja, schauen wir mal, ob das alles auch ankommt. Und jetzt, bevor wir jetzt weitermachen hier, ja, auf unserem Teller, hier unsere nächste Hobbykoch-Kanalvorstellung auf den Teller. Ja, das ist wieder ein kleiner Instagram-Account. Schaut da wirklich mal vorbei. Folgt den Herrschaften da auf dem Teller, ich meine auf Instagram, und kommentiert die Fotos, liked die Fotos. Also, wie gesagt, sehr leckere Sachen, was die da so anbieten. Vielleicht kommt da auch mal so ein Braten hinzu. Hoffe ich doch zumindest, dass das mal sowas wird, wie wir heute gemacht haben. Und wir sehen uns dann in 10 Stunden, 12 Stunden, je nachdem, erstmal am Backofen wieder. Bis dann. 12 Stunden sind vorbei und ich gehe meinen Braten jetzt in den Backofen. 2 Stunden, wie gesagt, bei 220 Grad wird er jetzt erstmal hier verschwinden. Da ist jetzt unser kalter Braten und der eignet sich ja, denke ich mal, wunderbar zum kalten Buffet. Oder wenn man einfach mal Lust hat und nicht immer nur Wurst und Käse auf das Brot haben möchte, ja, da ist so ein kalter Schweinebraten, denke ich mal, ganz gut. Und den werde ich doch jetzt, wie immer, mal probieren müssen.
Da ist jetzt unsere Bratensemmel und da probiere ich doch mal gern. Ja, was soll ich sagen? Da hilft nur eins. Unbedingt nachmachen. Also das Fleisch ist richtig schön durch. Das war jetzt über Nacht im Kühlschrank. Also das ist jetzt nochmal so richtig schön durchgezogen. Und da passt auch wirklich sehr gut der Meerrettich dazu und auch die saure Gurke. Man kann, wenn man mag, natürlich auch noch zusätzlich ein bisschen Senf drauf machen. Und aufgeschnitten, ja, auf ein kaltes Buffet, denke ich mal, ist das die perfekte Lösung. Hält sich auch ja, 2-3 Tage bestimmt im Kühlschrank, also bei mir wahrscheinlich nicht. Ja, jetzt frage ich nochmal ganz kurz die Alexa hier. Alexa, wie schaut's denn aus? Magst du auch mal kosten von der Bratensemmel oder von unserem kalten Schweinebraten? Bist du schon ganz heiß drauf, wie ich gehört habe? Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Und deine Diät? Ist schon vorbei. Du machst jetzt wahrscheinlich Winterspeck. Und im Frühjahr gibt's dein Frühlingsröllchen, oder? Also, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann eben nach unten. Wer es noch nicht getan hat, abonniert den Kanal. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal in eurer kulinarischen Show. Ciao, tschüss, euer Hobbykoch.